Ich darf den Vizekanzler um seine Ausführungen bitten. Ja, danke auch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Und ich wende mich natürlich wie immer auch an alle, die in Österreich leben und die uns hier vielleicht jetzt eben auch zuschauen. Ja, die sinkende Entwicklung des Infektionsgeschehens ist an sich natürlich gut, gibt Anlass zu einem ganz sanften Optimismus. Andererseits, die Entwicklung geht zu langsam. Wohl ist der Höhepunkt der zweiten Welle eindeutig überschritten, aber es ist eben nicht schnell genug, die Dynamik, insbesondere was die Anspannung auf den intensivmedizinischen Kapazitäten in den Spitälern betrifft. So, das erfordert Verantwortungsbewusstsein von uns allen. Es fordert aber auch verantwortungsbewusste Entscheidungen, die immer eine Abwägung sind und gar nicht so leicht zu treffen sind. Und das in einer Zeit, wo wir weiter Einschränkungen hinnehmen müssen, Vorweihnachtszeit, Advent, und wir werden auf manches Vertraute verzichten müssen, das gemütliche Miteinander bei Firmen, Weihnachtsfeiern und so weiter. Aber mit einer Perspektive, mit einer Hoffnung, ganz gut ins neue Jahr starten zu können, und diesen Optimismus wollen wir auch nähren. Ich möchte nur auf vier Punkte vertiefend eingehen. Das sind erstens einmal die Maßnahmen im schulischen Bereich, zweitens im Kunst- und Kulturbereich, drittens im Sportbereich und ein kleiner vertiefender Ausblick zu den Wirtschaftshilfen. Zur ersten Gruppe, dass die Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkinder, auch deren Eltern uns besonders wichtig sind, ist ja bekannt, und deshalb hat es ja in der Abwägung der Ziele und der Maßnahmen dazu geführt, dass jetzt die Pflichtschulen den Regelbetrieb wieder aufnehmen. Bei den Matura-Klassen ändert sich deutlich was, die Details werden wir ja noch hören, aber die können wieder in den Regelunterricht zurück, und das ist uns besonders wichtig, dass unsere Maturanten hier in Österreich eine gute Vorbereitung haben und Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und auch die Eltern hier in gewisser Weise von ein paar Sorgen entlastet werden können. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Die 5., 6. und 7. Schulstufe bleibt ja weiter im Distance Learning. Schulen, Kindergärten sind ja für die persönliche Entwicklung der Kinder besonders wichtig. Und es war natürlich jetzt wieder 3 Wochen lang beinahe eine Herausforderung. Alle, die selber Kinder haben, wissen das natürlich. Für die Jugendlichen, für die Kinder, aber auch für die Eltern. Und man soll es durchaus auch mal bei diesen Gelegenheiten immer wieder ansprechen, besonders auch aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse für die Frauen. Danke dafür im Übrigen. Zur Kultur. Ja, dieses Jahr war schon eine große Herausforderung. Es ist eine schwierige Zeit für Künstlerinnen, für die Kultureinrichtungen und Initiativen insgesamt natürlich und für die kulturinteressierten Menschen, auch klar. Wir wollen nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Kunst und Kultur auch ein essentieller Bestandteil des Lebens sind. Und für alle Kulturinteressierten sind diese Einschränkungen natürlich in gewisser Weise auch eine Zumutung. Das wissen wir. Und deshalb geht ja auch der Dank an alle, die durchaus auch in den Lockdown-Phasen jetzt eben wieder mit Kreativität einige Lebenszeichen hier auf den verschiedenen Kanälen von sich gegeben haben und uns auch teilhaben lassen. Zu den ersten Öffnungsschritten, hier kommen wir im Bereich der Bibliotheken voran. Ich glaube, das ist noch nicht erwähnt worden. Bibliotheken und Buchhandlungen gehen auf. Das war ja in letzter Zeit bekanntermaßen eine Debatte. Und damit haben wir natürlich wieder auch das Buch, den Lesestoff in einer Zeit, wo das vielleicht besonders wichtig ist für Geist, Herz und Hirn, besser zur Verfügung. Ganz deutlich noch, ähnlich der Regelungen in den Kaufhäusern, gehen jedenfalls die Museen wieder auf, mit Montag schon als Orte der Bildung, der Inspiration und auch der Reflexion. Genauso die Galerien. Schwieriger ist die Situation bei den Veranstaltungen, das ist objektiv so, wo das aktuelle Infektionsgeschehen noch keine raschen Öffnungen zulässt. Und wir wissen natürlich, dass das hart ist für die Theater, für die Orchester, für die Bands, für die Musikvereine, Schauspielerinnen, Kabarettisten, Autoren und alle Kulturschaffenden, die ja darauf drängen, auf die Bühne zu kommen. Aber es geht heute im Moment noch nicht. Wir müssen vorsichtig
bleiben. Und ich danke auch für das Verständnis, das wir aus der Kulturbranche bekommen. Staatssekretärin Mayer und ich haben viele Rückmeldungen erhalten. Und ja, es gibt natürlich Ungeduld, manchmal auch Ärger, verständlicherweise. Aber im Großen und Ganzen überwiegt die Einsicht, dass wir unbedingt die totale Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden müssen und von überall her hier ein Beitrag kommen soll. Und ich bin ja für dieses Verständnis letztlich auch natürlich sehr, sehr dankbar. Gleichzeitig braucht man dort eine Planungsperspektive, uns ist das völlig bewusst. Also was können wir jetzt schon sagen? Wir haben in 10 bis 14 Tagen oder ziemlich genau in 2 Wochen entlang der Beobachtung des Infektionsgeschehens die ganz klare Absicht, hier Näheres bekannt zu geben. Aber umgekehrt, so tragisch es ist oder klingen mag, bis 7. Jänner gibt es hier keine Perspektive. Danach werden wir schauen und das in 2 Wochen bekannt geben, wie das weitergehen kann. Ich erkenne an, dass hier sehr viele vorbildliche Konzepte schon am Laufen sind und am Arbeiten und deshalb auch Dank dafür. Beim Sport am 24.12. wird es möglich sein, alle Outdoor-Sportarten wieder zu nutzen, bloß nicht für Kontakt- oder Mannschaftssport, aber draußen sich bewegen, haben wir ja in letzter Zeit immer wieder betont, ist richtig, ist gut, ist gesund, hält uns auch gesund. Und das betrifft jetzt auch das viel diskutierte Skifahren, aber auch das Langlaufen und Eislaufen und was man halt im Wintersport sich vorstellen kann. Überall auch, wo man Sportstätten braucht, ist es auch so und mit Abstandsregeln. Und was die Lift- und Gondeln, die Liftanlagen und Gondeln betrifft, das wird ja auch von besonderem Interesse sein. Ja, da gibt es beim Ein- und Aussteigen den Mund-Nasen-Schutz, nämlich als Pflicht, auch die Abstandsregeln und in den Gondeln die entsprechenden Kapazitätsbeschränkungen, die wir heute anschließend noch genauer hören werden. Indoor-Sportstätten müssen leider geschlossen bleiben. Ein letztes zu den Wirtschaftshilfen. Es wurde schon angedeutet, es geht uns hier da vor allem aber auch um die Absicherung der Arbeitsplätze. Wenn man sich die Anträge anschaut, beim Umsatzersatz kommen wir drauf. Es sind dann doch in erster Linie und vor allem Klein- und Mittelbetriebe, Familienbetriebe. Und jetzt bleibt die Regelung mit seinen Vorteilen einmal gleich, mit ihren Vorteilen, nämlich, dass man da rasch über Finanz online Geld überwiesen bekommt. Es sind die 50%, vielleicht ergänzend, das Bezugszeitraum ändert sich nicht ganz unlogisch auf Dezember, weil dieses Umsatzverhalten im November und Dezember völlig unterschiedlich ist. Also Näheres werden wir vom Finanzminister hören, 50% im Vergleichszeitraum Umsatzersatz und ab dann, da ist es am 31.12. tatsächlich vorbei, ab dann gilt der Fixkostenzuschuss. Ja, damit möchte ich noch allen danken, die jetzt kräftig anpacken und gemeinsam miteinander da noch mit uns eigentlich auch versuchen, durch diese nicht leichte Zeit zu kommen. Aber wir sind schon auch wieder so weit optimistisch, wenn es wohl nicht leicht ist, aber dass wir das gemeinsam schaffen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vizekanzler.